du spielst ja die Rolle vom Opti. Genau. Was zeichnet die Rolle aus? Diese Rolle zeichnet eine gewisse Verspieltheit aus. Lockerheit ist auch mit dem Hirscher zusammen eine Rolle, die ein bisschen eine Leichtigkeit in das Stück hineinbringt, einen Witz hineinbringt, wo natürlich dann auch einen grösseren Fall gibt zu dieser Tragik von dieser Geschichte. Und viel Alkohol zeichnet sie aus, Witz und ein bisschen Charme. Was verbindet dich mit diesen Charakteren? Siehst du da irgendwelche Parallelen? Nicht der Alkohol. Ja, ich glaube schon, die Unbeschwertheit hat natürlich schon etwas mit mir zu tun. Oder oft natürlich mit dem, was man gerne mehr hätte. Also es ist sicher ein Teil von mir, auch der, der Witzli reist und man kann unterhalten. Aber ich glaube, und das kommt ja auch in dieser Rolle vor, ist die Ernsthaftigkeit oder die Tragik, dann, wo der Freund, der Delacar, stirbt. Das ist natürlich auch da. Wie bereitest du dich, wenn du am Abend eine Vorstellung hast, darauf vor? Gibt es da etwas Spezielles? Du sagst ja, das mache ich immer vor einer Vorstellung. Es gibt natürlich so spezielle Rituale. Das pendelt sich schon bei den Proben ein. Aber es ist natürlich ja, ein Einsingen, ein Einsprechen. Und meistens ist es bei mir auch die ganze Maske, also das Kostüm an sich. Wenn man sich anfängt zu schminken, sich die Rolle reindenken, man geht nochmal Text durch, man geht nochmal Schritte durch, nochmal Weg durch, Motivationen durch. Das sind so Sachen, so eine Aufgabe, die man sich auch jeden Tag stellt, um nachher wirklich reingehen. Man muss ja, egal wie es einem geht, wirklich eigentlich immer den gleichen oder auf einem gleichen Höhe, Level, eine Leistung bringen. Und das passiert so mit diesen Sachen bei mir. Mhm.